Okay, das könnte etwas schwierigeres sein. Schicken wir erstmal Trupp 3 da hoch. Mal sehen, was sie da tun können. Oh. Währenddessen hole ich mal meine Truppen hier oben her, weil wir hier aus dem Dungeon haben. So. Und ich sollte dich da reinstecken und zum Trainieren schicken. Dann bist nicht porte dich in den Trainingsraum. Das geht dann schneller. Und vielleicht sollte ich Trupp 2 hier in der Nähe mal Materialien besorgen lassen. Die brauchen wir nämlich, um endlich mal ein Arcanum und so weiter zu bauen. An welchen Orten verlassen Sie den Wald dann eigentlich? Hier zum Beispiel? That should teach them not to ambush us again. I wonder who was behind the attack. Hat das gut gefruchtet? Ja, hat es scheinbar. Gut. Du bist kampfstark. Oh. Da haben wir schon den nächsten verloren. Das heißt, du wirst seinen Platz einnehmen. Müssen notgedrungen. Sehr schön, die bringen Materialien eigentlich. Oder nicht, ich weiß, wie ich seinen Platz einnehmen lasse. Einen Schreckensfürsten. Haha. Muhaha. So, Schreckensfürst muss trainieren. Trupp 1 braucht eine Mahlzeit. Und ich brauche ein Arcanum. Ja, bauen wir das mal dahin. Könnte hier noch einen Durchgang graben, dann haben wir bessere Verbindungswege, ja. Dann kommt hier noch der Monsterbau hin, später. Noch eine Vorratskammer brauchen wir. Vielleicht hier hin. Gestatte 5 ledierten Helden den Wald zu verlassen. Ich könnte die hier ein bisschen ledieren. Ich schicke mal kurz Ball nach draußen, dass ich weiß, wo wir überhaupt ankommen. Weil ich kann mich ja nicht. Doch, ich kann mich überall hinporten. Mache dich kampfbereit. Baue vor Eintreffen der Bannister mit deinen Dungeon aus und habe eine kampfstarke Truppe. Okay, so kann ich sie auch ein bisschen regieren. Indem ich sie ein bisschen blitze. Oh ja, nicht umhauen, nicht umhauen. Das ist schlecht. Gut, die sind ein bisschen angeschlagen. Ihr habt einen Kleriker, ihr habt keinen Kleriker. Dann blitzen wir die noch mal ein bisschen. So, und porten dich weg, bevor du beide umhaust. Die sind schon mal angeschlagen. Gut. Krieger mit Kleriker, Krieger mit Kleriker. Wenn ich die da umboxe, kann ich die anderen ein bisschen ledieren. So. Here they come. Get your troops out in the fields and stop the Lormidians at any cost. And don't let them reach the exit portals. Okay. Lass sie nicht die Ausgangsportale erreichen. Die kommen wahrscheinlich von da oben.
Oder muss ich die hier dann ledieren? Halte die erste Welle auf. Lass nicht mehr als... Folge Balrogs Ratschlag und gestatte 5 Feindlichkeit mit 50 TP oder weniger den Wald zu verlassen und zur Bedewehr zu gelangen. Ich weiß ja halt nicht, wo die durchkommen. Ich weiß ja nicht, die starten wahrscheinlich hier oben in den Lagern und moschen sich dann irgendwo durch. Könnte ich mir voll vorstellen. So, dann lassen wir Baal mal hier ein bisschen spielen. Porten den Rest mal hier rüber. Dass sie die da einfach mal putt machen. Nein. Jetzt hat er schon wieder einen umgehauen. Okay, er hat den Zauberer umgebracht. Ich weiß nur immer noch nicht, wo die erste Welle herkommen soll. Okay, er hat da alle getötet. Ah, hier kommen Truppen. Na gut, die sehen alle so aus, als ob sie patrouillieren. Oder gehen die irgendwo lang? Ach, jetzt kapiere ich das. Okay. Da kommen die ersten. Die gehen. Nee, die gehen hier. Ja, ich wäre sehr dankbar darüber, wenn ihr angreifen würdet. Au. Okay, versuchen wir mal, welche durchkommen zu lassen. You have a new objective. Neues Missionsziel, halte die zweite Welle auf. Komm, töte den da. Was heißt töten? Und wegporten. So. Jetzt machst du den Magier noch ein bisschen rund. Nicht die Bogenschütze, den Magier. Und jetzt fallen Helden in meinem Dungeon ein. Das konnte ich jetzt gerade noch gebrauchen. Irgendwie verliere ich langsam die Übersicht. Ich habe Helden im Dungeon. Die müssen weg. Bevor die mir den Dungeon zerschnitzeln. So, jetzt muss ich ein paar von denen mal runterkloppen. Okay, ich habe eine gute Idee. Ihr bleibt erstmal da stehen und haltet so viel wie möglich auf. Während ich versuche... So.
Während ich versuche, irgendwie eine. So. Den Zauberer kann ich mal ein bisschen blitzen. Den nächsten tut Bala ein bisschen. Ach du meine Güte, jetzt hauen sie sich hier durch. Das kann ich jetzt auch noch gebrauchen, dass die sich hier durchhauen. Life. What's the point anyway? So, mosch den mal. Beziehungsweise. Ja, der ist genug gemoscht. Den sollt ihr nicht mehr moschen. Lila könnt ihr moschen von mir aus. Nein, nein. Hierhin. Hierhin mit euch. You have a new objective. Die sind. Du bist nicht angeschlagen genug. Okay. Ich brauche. Ich bräuchte mal 5 Sekunden Ruhe, um zu überlegen, wie ich weitermachen soll. Aber eigentlich bräuchte ich jetzt dringend den Monsterbau. Oh. Trupp 2 hat Verluste. Trupp 1. Ey, ihr da nicht wegrennen. Trupp 1 hat seinen Priester verloren. Priester ersetzen, Priester ersetzen. Ihr könnt mal da durchmarschieren. Nee, nee, um die beiden da hinten kümmert sich jetzt erstmal Bala alleine. So. Nein, nein. Ach, was soll das? Könnt ihr nicht auf meine Befehle hören? So, wir trainieren. Trupp 3, bleibst du da? Hey! Hörst du auf das, was ich sage? Das brauche ich dich einfach weg. Also. Oh, die laufen jetzt überall herum. Trupp 1 dahin. Irgendwie bin ich nicht richtig vorbereitet gewesen. Habe ich so langsam das Gefühl. Na gut, da muss Bal eben hier die Stellung irgendwie halten, während ich irgendwie gucken muss, dass ich Truppen ersetze. Habe ich noch überall meine Kleriker drin? Nein, da fehlt mir schon wieder der Kleriker.